Ja, Herr Sarrazin, Sie haben gestern in Düsseldorf gelesen, Sie werden heute auch noch mal in Düsseldorf lesen. Wie war denn gestern Abend? Ja, was meinen Sie? Die Lesung erstmal. Draußen oder drinnen? Also, Stimmung überall. Also die Lesung war gut. Die Stimmung bei den Gastgebern war ein bisschen gedämpft. Die waren ja in der Nacht davor entglast worden. Und wir saßen also hinter einer Ausverkleidung mit Spanplatten. Nicht so schön. Was jetzt nicht so schön war, aber sonst lief alles in guter Ordnung ab. Wir sind ja hier im Japanviertel. Sie schreiben ja sehr, sehr freundlich über Ostasiaten und nicht so fürchterlich freundlich, muss man sagen, über jetzt, sagen wir mal, Türken, Araber, Menschen aus Nordafrika. Ich versuche sachlich zu schreiben. Ja? Ja, aber es hat natürlich. Aber natürlich. Eine Wertung ist ja drin, ne? Nee, nicht eine Wertung, sondern die Wertung findet in Ihrem Kopf statt. Ich habe die Fakten erhoben. Sie erheben die Fakten. Und die Fakten, so wie ich sie verstanden habe, sagen Sie, es gibt eine höhere Bildung und auch eine höhere Bildungs- und Leistungsbereitschaft bei Menschen, die aus Asien kommen, aus Ostasien. Und eine geringere Bildung, eine geringere Bildungsbegeisterung, sage ich jetzt mal, oder Leistungsbereitschaft von Menschen, die aus, sagen wir mal, Nordafrika kommen. Ja, das ist, wenn eine Gruppe nicht kriminell ist und ihren Leistungsbeitrag erbringt, interessiert es kein Schwein außerhalb der Gruppe, wie die sich mischen und was sie für Sprachen sprechen und so weiter. Wenn zum Beispiel jetzt... Können denn Gruppen kriminell sein? Also kriminelle Aussagen sind immer statistische Aussagen. Das statistisch messbare Kriminalität von Gruppen sagt in Deutschland, dass Araber etwa 8-mal so kriminell sind wie Deutsche. Räter, Propter. Ich habe mich gestern dann noch mit einigen Polizisten aus Berlin unterhalten. Also 90% der Knastinsassen in Berlin haben einen türkischen oder der arabischen Hintergrund. Das hat natürlich nie was auf den Einzelnen, aber das ist ja das Wesen von Statistik. Also das statistische Aussagen sind Verteilungsaussagen. Das gilt für alle persönlichen Eigenschaften. Ja, das ist ein interessanter Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf. Und zwar, wie können Sie die statistischen Aussagen zur Kriminalität von bestimmten Nationalitäten nehmen und daraus Konsequenzen ziehen, die den Einzelnen betreffen? Also darf man das? Ja, nun müssen Sie bei solchen Fragen immer unterscheiden, wie geht man mit denen um, die bei uns leben, die bei uns Aufenthaltsrecht haben. Da muss man natürlich versuchen, aus jedem Einzelnen das Beste rauszuholen. Ganz egal, wie seine Herkunft und wie seine Prognose ist. Und die andere Frage ist, wie gehen wir mit dem Thema Einwanderung um? Deshalb war das auch, deshalb kann ich Ihnen jetzt etwa auch die Seitenzahlen sagen. in dem Abschnitt Wohlstand und Bildung, in diesen 70, 80 Seiten, habe ich eigentlich... Das finde ich ganz gut in seine Einzelteile zerlegt und auch schön mit Zahlen untermauert und mit logischen Überlegungen. Und dabei kommt raus, dass Einwanderung nur dann nützt, wenn die einwandern, im Durchschnitt gebildeter sind, im Durchschnitt qualifizierter sind und eine niedrigere Arbeitslosigkeit haben, als in dem Land ist, wo sie einwandern. Andernfalls schadet Einwanderung rein wirtschaftlich. Und die Maßnahmen, die nötig sind, um diese Kontrolle als vollständig da zurückzugewinnen, die müssen aus meiner Sicht getroffen werden. So, und das bedingt natürlich auch Grenzsicherungsanlagen. Im Übrigen, der Begriff der Mauer ist ja bei uns historisch belastet durch die ehemalige DDR. Da mache ich mal einen grundsätzlichen Unterschied. Mauern, die verhindern, dass jemand irgendwo raus kann, das sind Mauern von Gefängnissen. Mauern, die verhindern, dass jemand irgendwo da rein kann, sind Mauern des Schutzes. Die ersten Mauern sind das schlechte Mauern und die zweiten Mauern sind im Zweifelsfall gute Mauern. Herr Sarrazin, das sind jetzt aber sehr, sehr semantische Unterscheidungen. Nein, man könnte auch argumentieren, die Gefängnismauer ist eine Mauer, die uns vor den Menschen schützt, die da drin sind. Das ist überhaupt keine semantische Entscheidung. Das ist eine elementare Entscheidung. Die mittelalterliche Stadtmauer hat ja nicht das Land vor den
alle Stadtbewohner geschützt, sondern die alle Stadtbewohner vor den Raubrittern. Und eine Mauer um Europa ist gerade keine Gefängnismauer, weil jeder Europäer darf jederzeit Europa verlassen, sondern ist letztlich eine Maßnahme zum Schutz vor politisch unerwünschter Einwanderung. Jetzt sind wir ja im Maghreb-Viertel, ne? Kennen Sie das? Nee. Sagt Ihnen das was? Jetzt nicht bewusst, nee. Das ist hier die Ellerstraße, da sagt man sozusagen, in einem Dreieck zwischen Ellerstraße und Industriestraße wohnen die meisten Marokkaner. Ja. Auf der Welt so ungefähr, also natürlich nicht, ja, aber in Düsseldorf. Das sieht man hier gerade, ja. Sieht man hier. Ich habe davon gelesen, ja, aber sonst... Ja. Sie formulieren ja meistens in Ihren Büchern eher Kritisches, aber die Frage ist natürlich, wie kann man auch positiv das Ganze gestalten? Was kann man denn tun, um das Vertrauen der Menschen in den Staat und ineinander zu stärken, hier zum Beispiel? Bei denen, die bereits hier sind, mit denen muss man eben akzeptieren, dass sie da sind. Und da muss man ran an die Ursachen von Fehlentwicklung. Das klingt halt alles nicht besonders hallo, herzlich willkommen. Ne? Egal, aber das war den Menschen immer egal, ob sie willkommen waren oder nicht. Einwanderer sind nie willkommen und die einen setzen sich eben durch und die anderen setzen sich nicht durch. So. Also glauben Sie nicht daran, dass das... Ich glaube nicht, dass man durch Politik, also Defizite von Gruppen, beheben kann. Nein, darum geht es nicht. Es geht um die Frage, ob man damit, dass man jemanden willkommen heißt und sagt, hallo, wir wollen Sachen von dir, aber freuen wir uns, dass du da bist, wir wollen mit dir arbeiten. Irgendwie, da glauben Sie nicht, dass das einen psychologischen Effekt hat? Nein, überhaupt nicht. Alles Quatsch. Wir müssen auch weg von aller Gefühligkeit. Wir müssen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir für die Menschen, die bei uns sind, einen optimalen Integrations- und Leistungsanreiz geben. Ja. So, dazu zählt zum Beispiel, dass wir viel härter und viel dezidierter gegen jedwede Kriminalität vorgehen. Ich würde zum Beispiel grundsätzlich bei allen Berichten in Zeitungen immer die nach der Herkunft der Täter nennen. Durch die zunehmenden Videobeweise sieht man ja immer, dass es sich um Araber handelt. Ja, und da war die Rede von deutschen Tätern. Natürlich, die sind ja bereits in der also dritten Generation hier. Ja, nun, das die haben deutschen Pass, ne? Ja, also das ist der erste Punkt. Aber sind das dann noch in Ihrem Sinn Araber? Muss man dann sagen, hey, die hätten eigentlich sich schon längst anpassen und weniger kriminell? Ja, sie sind, also jemand ist immer das, als was er sich benimmt. Oh, das heißt, ein Deutscher, der kriminell ist, ist ein Araber? Nein, ein deutscher Kriminell ist ein krimineller Deutscher. Und ein Araber, der hier in der dritten Generation aufgewachsen ist und nach der Clan-Strukturen lebt, den Kriminellen, ist für mich ein krimineller Araber mit deutschem Pass. Verstehe. Wann wird er denn zu einem kriminellen Deutschen? So wie die Juden sich überall in der Welt als, ich sag mal, Juden verstehen, ja, wir haben auch keine Scheu, von einem deutschen Juden als von einem Juden zu sprechen. Naja, aber Entschuldigung, wenn ein deutscher Jude eine Tankstelle ausraubt, dann schreibe ich doch nicht rein, es war ein deutscher Jude, dann schreibe ich, es war ein Deutscher. Es ist deshalb, hat sich das auch erledigt, weil die Juden sind zum Ausrauben von Banken zu intelligent. So, also kriminelles Verhalten ist im hohen Maße, also negativ, der korreliert mit Bildung und Intelligenz. Aber gut, das ist natürlich der Punkt, wo Sie die meisten Leute auf die Palme bringen, wenn Sie sagen, eine bestimmte ethnische Gruppierung, denn ne, darum geht es ja, wenn Sie sagen Juden oder Araber, ist intelligent und eine andere ist es nicht. Ist das einfach nur eine Verkürzung? Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Sie haben gesagt, Juden sind zu intelligent, um Banken auszurauben. Die meisten, glaube ich, haben Sie gesagt. Ja, das ist in der Tat ist es so, dass... es ist ganz einfach so, dass ich in unterschiedlichen ethnischen Gruppen praktisch auch die Bildung und die geistigen Fähigkeiten unterschiedlich verteilen. Da belassen wir es dabei. So, ja, das sollte hier ausreichen. Jedenfalls würde ich also grundsätzlich immer die, ich sag mal, Herkunft nennen.
die Herkunft ist ja auch nichts weiter, ist ja auch nichts weiter Diskriminierendes. Diskriminierung. Na, die wird ja dann diskriminierend, wenn ich sage, okay, schön, du lebst seit drei Generationen hier, aber jetzt, wo du kriminell geworden bist, sage ich den Leuten, dass deine Urgroßeltern aus dem Land kommen. Er ist eben türkischer oder arabischer Herkunft und es muss doch irgendwie mal zum Thema gemacht werden, dass Muslime 4 bis 8 Mal so oft im Gefängnis sitzen wie Nicht-Muslime. Muss doch mal zum Thema gemacht werden. Okay, aber warum? Also ich meine, gut, das ist eine statistische Erkenntnis. Aber die Frage ist was für Konsequenzen? Weil ich, wenn solche Gruppen bei uns leben, muss ich auf sie da sozialen und tatsächlichen Druck ausüben, um diese Strukturen zu zerstören. Aber natürlich nicht geschieht. So, also strikteres Vorgehen gegen der Kriminalität. Des Weiteren eine Umstellung der Sozialsysteme. Also letztlich führt ja unser System dazu, dass letztlich für bildungsferne Gruppen, die über keine hohen Einkommen verfügen, die eigentliche Quelle der Lebensstandards im Sozialstaat die Zahl der eigenen Kinder ist. Also Umstellung der Sozialsysteme. Ja, da gab es diesen einen, wenn ich es richtig in Wunschdenken habe, Ausländer sollten in den ersten 10 Jahren keine Transferleistungen bekommen und ein Nachzug der Familie nur dann, wenn die ebenso qualifiziert sind, die Ehepartner. Da frage ich mich natürlich auch wiederum, sagen Sie nicht den Leuten, ihr seid weniger wert als wir? Nein. Eure Ehe ist weniger wert als unsere? Nein, wir schützen unsere Ehen, eure sind ungeschützt bei uns? Nein. Wenn Sie auf ein Sportgymnasium gehen wollen und dort die Aufnahmeprüfung machen und durchfallen, weil sie eben zu langsam laufen und zu kurz springen. Okay. Dann sind sie nicht weniger wert, sondern sie haben die Aufnahmeprüfung fürs Sportgymnasium nicht bestanden. Das sagt über ihren Wert nichts aus. Oder ja, aber ich hatte vorher die gleichen Chancen. Ja, gut. Ja. Und die gleichen Rechte, mich zu bewerben. Ja, da oder da? Hat man ja auch. Gleiche Chancen und der gleiche Rechte kann es nur geben für Menschen, die zu einer vergleichbaren Gemeinschaft gehören. Und den deutschen Sozialstaat und die deutschen Grundrechte können wir nicht auf die ganze Welt ausdehnen. Das ist die elementare soziologische Erkenntnis. Hier? Ja, da. Wunderbar. Hier. Setz dich ruhig an die Ecke, da sitzt du klar. Passt. Also, trinken Sie einen Kaffee? Ich trinke einen Tee. Schwarzen Tee. Schwarz oder Minze? Diese Dinge, die Sie aufschreiben, jetzt mal so ganz generell, stammen die eher aus, Sie gehen in die Welt, gucken sich die Welt an, oder stammen die eher aus Analyse von Daten, von Zahlen, von Fakten? Wie ist Ihre Methode da? Meine Methode ist zunächst die Analyse. Und wenn ich hier durchgehe, lerne ich nichts. Nein, ich sehe Menschen, ich sehe Frauen mit Kopftüchern, ging gerade eine vorbei, ich schaue mir Altersstrukturen an. Wenn ich Daten habe, wenn ich eine Theorie habe, dann dient mir das, was ich hier sehe, zur zusätzlichen Illustration. Sie sind hier nicht willkommen, wollte ich Ihnen nur sagen. Ja? Ja? Sie können Ihre rechtspopulistische Meinung irgendwo äußern, aber nicht in Düsseldorf. Und dass Sie sich dann hier noch in den Laden setzen, finde ich eine ziemliche Frechheit. Wir haben doch Demokratie. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Sie betreiben Hetze gegen Ausländer und setzen sich hier hin. Wie frech kann man denn sein? Haben Sie denn irgendwas von mir gelesen? Ich brauche nichts von Ihnen lesen. Genau, weil Sie nichts gelesen haben, wissen Sie auch nichts. Sie wollen lieber dumm bleiben, damit Sie Ihre Vorurteile bewahren können. Wenn ich dumm wäre, hätte ich Sie nicht angesprochen. Ja, Sie werden lieber dumm bleiben. Wir können uns gerne über Inhalte unterhalten. Nein, brauchen wir nicht. Und Sie sind, ich will Ihre Inhalte gar nicht hören. Und Sie sind keine wirkliche Demokratin, denn sonst würden Sie mir nicht verbieten, auf einer öffentlichen Straße zu sitzen. Das zeigt Ihre antidemokratische... Dieses Argument ist doch langweilig. Das zeigt Ihre antidemokratische... Sie verbieten doch eigentlich den Leuten, hier zu bleiben, damit sie wieder in ihrem schönen Deutschtum rumsitzen können. Geh mal bitte weg, ich unterhalte mich. Ich bin eine kleine Frau, was soll ich denn tun? Das zeigt doch Ihre antidemokratische Gesinnung. Was meinst du denn, was ich dem tue? Weil ich springe dem ins Gesicht oder was? Das können doch unterschiedliche Meinungen gar nicht aushalten. Sie sind doch total emotionalisiert. Sie können andere Meinungen gar nicht aushalten. Ich bin nicht total emotionalisiert. Ich finde das einfach frech von Ihnen. Sie können Ihre Meinung haben.
Das ist in der Demokratie möglich, aber dass sie sich dann noch hier hinsetzen. Natürlich kann Meinung auch überall führen, äußern. Wo sie eigentlich gegen Ausländer sind, das finde ich ziemlich frech. Sie können gerne und das auch muss nach man Berlin sich kommen. Erstmal trauen. Das finde ich irgendwie sowas von ja, menschenverachtend, das kann ich gar nicht mehr in Worte fassen. Also, ich sag mal, das ist schon die dämliche Behauptung, dass ich gegen Ausländer wäre. Können Sie aus meinen, aus der keine meiner sagen, Bücher oder Äußerungen, die dämliche Behauptung, dass ich gegen Ausländer wäre, können Sie aus keine meiner Bücher oder Aussagen entnehmen. Das zeigt doch schon Ihren geistigen Kurzschluss. Also, das heißt, irgendwie ja, die ganze gesamte deutsche Presse, die Sie als Rechtspopulisten irgendwie beendet, betiteln, lassen Sie mich in Ruhe hier weiter unterhalten. Ich habe jetzt das Gespräch beendet, lassen Sie mich bitte in Ruhe hier weiter unterhalten. Ja, das akzeptiere ich, aber danke. Lassen Sie die anderen Menschen bitte auch in Ruhe. Also für mich war das irgendwie gerade eine extrem schwierige Situation für Sie. Ja, ich habe die ja nicht zum ersten Mal erlebt, aber das ist der Klassiker, wo das Antidemokratische bedingt, die sagt ja schon wie die Araber, das ist unser Revier und du hast in unserem Revier nichts zu suchen. Geh weg. Hätte ich keinen Personenschutz gehabt, wäre die Situation gefährlich gewesen. Aber was ich gerade sagen wollte, natürlich schaue ich immer, ich schaue, wie alt die Frauen sind, die Kopftuch tragen. Okay. Ich schaue, wie viele Kinder sie mit sich haben und ich schaue, ob sie gerade erkennbar schwanger sind. Mhm. Und hier liefen jetzt schon drei oder vier Frauen vorbei, junge Frauen, die erkennbar, die ich sag mal sichtbar schwanger waren. Das heißt, die müssen Sie ja wirklich ein Augenmensch sein, mir ist das nicht auch nach der statistischen Erkenntnis, die ich aus den Statistiken habe, dass Türken und Araber weitaus mehr Kinder bekommen als Deutsche, mhm. Ich meine jetzt den Migrationshintergrund, wird hier optisch augenfällig bestätigt. Ich freue mich über jeden Türken und Araber oder für jeden Abkömmling von Türken und Arabern, der hier gut integriert ist und dies als seine Heimat ansieht. Und das ist auch völlig egal, ob die jetzt schwarz sind, sonst etwas, alles egal. Darüber freue ich mich. Nur, erstens gibt es kaum ein Land, das also so wenig wie also Deutschland nach der diskriminiert. Zweitens sehen wir in allen europäischen Staaten ja die ganz klare Schichtung der Einwanderer. Habe ich ja auch in meinen Büchern immer wieder beschrieben. Und zum anderen sehen wir aus der Einwanderungsgeschichte der Welt, dass nicht entscheidend ist, ob die Ablehnung der aufnehmenden Bevölkerung, sondern der, ich sag mal, Leistungswille derer, die kommen. Die Chinesen kamen als Eisenbahnkulis in die USA, wurden extrem diskriminiert und ganz oben. Die Japaner kamen ähnlich in die USA, wurden auch extrem und sind ganz oben. Aber es geht immer nur nach ganz oben und nach unten. Ich meine, Sie reden doch selber von Sozialkapital. Es geht doch auch darum, ob man eine Einheit schmiedet mit den anderen Leuten. Nein, ob eine Melange entsteht, die stark ist. Es geht darum. Da kann man sich doch auch drauf freuen. Es geht darum, was die Menschen aus ihrem eigenen Leben machen. Und dazu muss man ihnen die richtigen Rahmenbedingungen liefern. So, und dazu meine ich ja, ich sehe hier die vielen Männer, die hier überall sitzen. Ne? Nun müsste man eine Umfrage machen, kann man aber nicht, würde ich gerne sortieren. Wer ist jetzt hier, ich sag mal, selbstständig Tätiger, der gerade mal eine Pause macht? Wer ist erwerbslos und lebt vom deutschen Staat? Das könnten wir jetzt hier nicht so sehen. So, aber dass wir hier ein gewisses Thema haben, ist ja bereits optisch sichtbar. Können wir aber auch auf die Kö gehen, sitzen auch viele Leute rum. Ja, genau. So, deshalb ist für mich der Augenschein allenfalls immer nur eine Illustration und hat als solcher keine Beweiskraft, sondern für die Beweiskraft von Zusammenhängen muss ich sag mal, repräsentative Fakten haben. Hm? Das sind also Umfragen, Statistiken, sonst irgendetwas. So, aber nochmal, die zentrale Aussage, der Integrationserfolg von Gruppen hängt grundsätzlich nicht daran, ob sie von der aufnehmenden Gesellschaft willkommen geheißen werden oder nicht. Der materielle und gesellschaftliche Erfolg von Gruppen hängt nicht daran. Nur, dass ich das klar habe, es geht um Leistung, es geht nicht um persönliches Glück, es geht nicht um kreative Beiträge, es geht einfach um Leistung. Um wirtschaftliche Leistung letztlich, ne? In der kreative Bewertung, Beiträge sind auch Leistung, ja,
auch Musik, Theater, Literatur ist alles Leistung, können sie auch in gewissem Umfang, gibt's auch Maßstäbe für. Das menschliche Glück, das muss sich der einzelne Mensch selber erschaffen. Herr Sarrazin, sind Sie denn ein glücklicher Mensch? Och. Ich halte Glück für ein unwillkürliches Endprodukt und nicht für ein Lebensziel. Wenn ich eine Sache vernünftig mache, stellt sich eine Zufriedenheit ein. Wenn ich außerdem mir gerade nichts jetzt wehtut und ich keine Beziehungsprobleme habe, bin ich glücklich. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, danke.